So, hallo und herzlich willkommen heute zu einer Runde Emergency 2. Und ich verlese die Lage. Ein Angehöriger einer Eliteeinheit der Marine droht sich und sein Kind in einem Wohnhaus mit einer Handgranate in die Luft zu sprengen. Offenbar handelt es sich um ein Familiendrama. Nach Darstellung des Täters hat ihn seine Ehefrau wegen eines anderen Mannes verlassen und jeglichen Kontakt zu ihm abgebrochen. Der Geiselnehmer fordert, dass seine Ehefrau an den Tatort gebracht wird. Einsatzbefehl. Verhindern Sie eine Gewalttat des Geiselnehmers und verhindern Sie, dass Menschen zu Schaden kommen. Alles klar. So. Lass uns mal dazu sagen, bevor wir jetzt die Mission starten. Ja. Wir haben nämlich verschiedene Einsatzfahrzeuge der Polizei und Einsatzleutchen. Das kann ich euch doch direkt mal zeigen. Wir haben einen Polizeihelikopter dazu bekommen, den hatten wir letztes Mal nicht. Und wir haben Schützen sowie einen Polizeipsychologen. Und ein Streifenwagen, da kommt hier ein Streifpolizist und zwei Schützen rein. Da kann man beides drin transportieren. So, der eine ist schon fast da. Sind sie? Okay. Werden mir nicht mehr angezeigt, wenn ich einmal rausgediggert bin. Naja, wie auch immer. Zumindest ist es so, dass zum Beispiel alle was Unterschiedliches können. Also wir haben zum Beispiel den Polizeipsychologen, der kann mit Tätern verhandeln oder Leute beruhigen. Und dann haben wir, also damit sie also ein bisschen Zeit rausholen, damit halt die zum Beispiel nicht durchdrehen und dann irgendwen umbringen. Dann haben wir die Streifenpolizisten, die werden dann halt quasi können Personen kontrollieren und sie wegführen, aber nicht fest, also festnehmen, weiß ich nicht, aber das ist halt was anderes als festnehmen. Und dann haben wir, ich hab was vergessen. Dann haben wir die Schützen, die halt einfach nur fürs Grobe da sind. Die sind halt wirklich nur dafür da, um die ja, Drecksarbeit zu erledigen. Festnahmen und Schusswaffengebrauch. So. Sehen wir auch hier, wir ziehen mal direkt die Waffe und sichern hier das Gebiet ab. Ach, da ist unser Feuerfahrzeug. So, fahren wir hier in die Seitengasse rein. Gut. Und dann verhandeln wir hier erstmal, das wird der, das ist der halt. Das sieht man ja, das ist ja Camouflage und das Kind ist dabei. Und wir können ins Haus reingucken, was außergewöhnlich ist, deswegen wird das der halt sein. Deshalb wir jetzt mal mit dem Psychologen nachgucken gehen. Beziehungsweise ob wir da verhandeln können. Was mir nicht gefällt, ist, dass er halt wirklich in die Wohnung reingeht. Ich weiß nicht, wenn die den, wenn er den jetzt auch noch als Geisel nehmen sollte. Ah, okay. Hier steht noch was, ne? Meine Frau ist sicher bei diesem Yuppie auf der Insel. Wir erinnern uns ja an die Story, dass seine Frau ihn verlassen hat und Kontakt abgebrochen hat. Und er wird jetzt wahrscheinlich einfach, weil er ja mit seiner Frau stechen will, weiß er einfach, wo sie ist. Zum Glück, sonst hätten wir nämlich keine weitere ja, Möglichkeit, irgendwas hier zu machen. So, wir lassen den Psychologen mal vor Ort. So, und jetzt gucken wir mal, wo wir hin müssen. Also wir müssen jetzt halt die Frau irgendwie an den Einsatzort bringen. Mal sehen, ob das einfach nur zur Zeit ist oder, also um Zeit zu erkaufen oder wie auch immer. Und, ja. Also ich glaube mal, das hier könnte nach sowas Neureichem aussehen, sag ich jetzt mal. Ist ja, das einzige Gebäude da drüben, wo Leute rumstehen, dann fliegen wir da einfach mal rüber. Da haben wir den Helikopter dabei. Alter, voll die lange Fahrzeugschlange, die wir hier verursacht haben. Ah, gut, es wurde ein Fehler gemacht. Polizeieinsatz, ne? Oh. Also sehr flexibel mit dem Helikopter. Oh. Jetzt benutzen wir nämlich genau hier unseren Polizisten, um mal uns hier durchzufragen. Also zwei kleine Mädchen, ne, sind das Mädchen? Ich frage die mal hier hinten, ich weiß nicht, die hier vorne steht da so offensichtlich. Die Frau ist mit der Yacht unterwegs. Aha. Wie sich das für so eine Neureiche gehört, ist die Frau mit der Yacht unterwegs. Ja, und da ist er auch. Unsere Yacht. Ja. Denke ich mal. Weil hier unten gibt es ja auch keine andere, ne? Also von daher.
wird das Design natürlich mit ihrem neureichen Mann da schön im Anzug, ja, der Unbekannte. Wir müssen halt aufpassen, also der Vater, der ist ja bisher noch nicht, also der wird ja nicht durchdrehen und sich hochsprengen, denke ich mal, wenn er mit seiner Frau reden will, solange die nicht da ist. Yacht zum Anlegen auffordern. Jawohl. Und ja, also ich schätze mal, wir haben ein bisschen Zeit, ohne dass der komplett eskaliert. Wir haben da ja auch noch ein paar Wachposten stehen. Ja, allerdings muss man natürlich sagen, dass das, dass die Schützen, ich da mit der Steuerung noch nicht so gut klarkomme, weil man muss wirklich den manuellen Schussbefehl geben. Alter, ist das laut. Alter, ist das laut. Bitte handeln, bitte legen Sie sofort an. Alter, ist das laut. Aber war jetzt nicht so witzig. Hm. Da hat man sich wahrscheinlich wirklich noch mit dem Megafon vor das Mikrofon gesetzt. Bitte legen Sie sofort an. So, da kommen sie. Oha, Teleportation. So. Jawohl. Bin unterwegs. Dann fangen wir die beiden nochmal ab. Schon unterwegs. Schon unterwegs. Ja. So. Dann kontrollieren wir die Dame doch. Wow, die klingt ja richtig motiviert. So, Mädel. Alles klar. Alles klar. Alles klar. Achso, die nimmt jetzt übrigens einen Platz weg, sehen wir hier unten. Sie ist sogar mit Ehefrau hier. Benannt, okay. Ja, jetzt kann halt unser einer Mann nicht mitfliegen, muss halt kurz warten und kommt dann in der nächsten Fuhre mit. So. Mal schauen, also normalerweise würde ich jetzt sagen, es kommt irgendwie zu einer Schießerei oder so. Aber das wäre ja auch im YOLO, ja, muss man sagen. Deswegen, ja. So. Wir kontrollieren die Person wieder. Ja, führen sie weg. Ja. Und bringen die Dame jetzt für weitere Verhandlungen, ja, rein. Ein Psychologe. Ja, auch schon mal hoch. Du solltest... Okay. Du solltest die nicht ins Fahrzeug bringen. Ja, das war Mission 2. Sie ist ja sehr abrupt geendet und ich muss dazu sagen, als ich die Mission das erste Mal gespielt habe, habe ich mich so erschrocken. Also bin ich davon ausgegangen, dass jetzt so viel noch kommt, als wir die Ehefrau dann da endlich hatten nach 30 Versuchen, weil ich nicht gerallt habe, dass die Ehefrau irgendwo aufzutreiben ist, weil dieser Zusatz, den sagt er ja nicht, der da oben steht, sondern der ist ja einfach nur, ja, er sagt es ja nicht, es steht da ja einfach nur, ich will, meine Ehefrau ist da bei diesem Juppie auf der Insel. Das, wenn er das nicht sagt, ich ging davon aus, oh, das ist ja synchronisiert, da wird er sowas auch sagen. Naja, wie soll man sagen? Wir haben 85% Effizienz, benötigtes Geld sind 3925, das ist im orangen Bereich und im dunkelgelben Bereich, also ist okay. Mir ist es sowieso egal. Ist ehrlich, man könnte das halt, wenn man weiß, wie die Mission läuft, immer direkt. Also wirklich immer direkt. Versuchen auf grün zu halten. Hier hätte man ja nichts gebraucht. Hier hätte man den Heli gebraucht. Den Heli, einen Psychologen und einen Streifenpolizisten. Das war's. Aber das wäre ja unrealistisch gewesen. Dass man sagt, oh, eine Geiselnahme. Ja, wo jemand sogar sich und sein Kind in die Luft sprengen will. Das ist schon hart. Da kann man dann nicht sagen, ich schicke einen Psychologen und einen Streifenpolizisten. Die regeln das ja realitätsnah nicht. Ein paar Schützen oder so, das ist schon, ja, also keine Ahnung, das würde mich stören, wenn ich Missionen so machen würde. Wie auch immer, wir haben ein bisschen Zeit benötigt. Natürlich kannte ich die ganze Mission schon in- und auswendig. Ich denke, das ist auch jedem aufgefallen. Ich hoffe, das ist jedem aufgefallen, sonst hätte ich ja nicht so viele Details erzählen können. Die dritte Mission kenne ich auch schon, die jetzt als nächstes kommt, aber die nächste darauf nicht mehr. Das heißt, wir haben noch ein bisschen was Spannendes. Ich werde euch gleich noch einen schönen Outtake, glaube ich, reinklatschen. Der war lustig, also ja, da bin ich ein bisschen dran verzweifelt. Aber wenn nicht, dann habe ich ihn wahrscheinlich schon gelöscht. Aber ich hoffe nicht. Also, man sieht sich. Bis zum nächsten Mal. Genießt den Outtake vielleicht noch, wenn er jetzt kommt. Und wir sehen uns bei der nächsten Mission.
dem Weg. Auf dem Weg. Oh nein, jetzt stehen sie ineinander. Du befehlst. In Ordnung. Ich komme mit. Verstanden. Bin so, unterwegs. Jetzt haben wir die Dame hoffentlich. Auf dem Weg. Bin unterwegs. Bin unterwegs. Verdammt. Okay. Du befehlst. Verstanden. Schon unterwegs. Unterwegs. Auf dem Weg. Unterwegs. Bin unterwegs. Okay. Oh. Unterwegs. Na toll, wir haben sie ineinander gestackt. Verstanden. Bin unterwegs. Bin unterwegs. Bin unterwegs. Schon unterwegs.